Ich grüße euch recht herzlich, sehr geehrte Damen und Herren. Jeremy hier. Heute geht es um das Parfüm von Rammstein, Kokain. Ich habe es mir soeben gekauft, vor ungefähr 32 Minuten. Und ich rieche es zum absolut ersten Mal. Eine Dame, die diesen Duft gerochen hat in dem Store. Ich habe es nicht gerochen. Ich habe sie nur gefragt, wie findest du den? Sagte sie, riecht gut, aber riecht ein bisschen wie andere. Nur ein bisschen anders. Also sie sagte, der Duft riecht gut wie andere, nur mit einem bisschen anderen Twist. Wie gesagt, keine Ahnung, wie dieser Duft riecht, kenne die Duftnoten nicht. Jetzt checken wir, wie der Duft von Rammstein Kokain riecht. Ich habe hier und hier schon ein Parfum drauf, deshalb kann ich den nicht da drauf tun. Okay, let's go. Okay, riecht relativ frisch. Riecht ein bisschen, ohne Witz, wie der ledrige Duft von Tom Ford, Tuscan Leather. Und perverserweise habe ich über diesen Duft einige Male gehört, Tom Ford's Tuscan Leather, dass der wie Kokain riechen soll. Ich wollte es eigentlich erst im Anstand des Videos anfangen. Es gibt einen Duft, wo Leute sagen, das riecht wie Kokain, und zwar Tom Ford's Tuscan Leather, was in Wirklichkeit einfach nur wie Leder riecht. Und der hier ist ähnlich und haut mich ehrlich gesagt nicht um. Das ist einfach nur ein softer Lederduft, der in die Richtung von Tom Ford Tuscan Leather geht. Ich hoffe, ich kriege keinen Stress mit den Jungs von Rammstein. Ihr seid eine absolute Ikone weltweit und das finde ich ziemlich cool. Aber der Duft riecht doch ziemlich ähnlich wie Tom Fords Tuscan Leather. Und er hat aber nicht den Punch wie dieser Duft. Ich muss testen, wie lange der auf der Haut liegt. Ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch nie Kokain genommen, auch wenn es manche Leute denken. Aber keine Ahnung, warum die Leute sagen, dass das wie Leder riecht oder schmeckt. Oder was ist das? Wirklich wie Tuscan Leather, dieses Teil hier. Na gut, Zusammenfassung. Das Parfüm riecht wie ein sanfter, unemotionaler Lederduft. Ein sanfter, unemotionaler Lederduft. Für Leute, die sich mit Nischendüften auskennen, der riecht ein bisschen wie Tom Ford's Tuscan Leather. Okay, das ist also mein Statement dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Hab euch lieb, bis dann. Ciao.